Wir spulen einmal nochmal komplett zurück. Das letzte Video, wo ich gesagt habe, das Radio ist tot. Ja, im Endeffekt ist es tot, aber ich hatte noch eine Idee, die kam mir noch, weil ich habe ja die Dinger rangehangen und das funktionierte ja nicht. Und jetzt müsste ich ja theoretisch hier die Spulen neu wickeln auf das Maß. Und dann kam mir die Idee. Ich brauche die doch gar nicht neu wickeln. Die müssen ja nur kleiner werden. Ich brauche doch nur ein Stück abwickeln. Ich brauche doch da nur ein Stück abwickeln. Mit der Werte. Ich habe jetzt gerade mal den anderen Tester fertig gemacht, weil der, den anderen, den ich da noch habe, der zeigt mir alles Mögliche, aber nicht das, was ich eigentlich wissen will. Den kann ich jetzt hier. Ist nichts. Da habe ich jetzt die Kabel dran gemacht, weil mir hier ist irgendwie der Hebel weg. Ich kriege den Sockel nicht mehr benutzt. Und jetzt gehe ich mal hier an die Spule. Ich habe das schon sehr schnell ausgemessen. Ich weiß, dass das 3,1 Ohm hat und 0,23 Millihenry. Ich klemme es aber nochmal an, nur für euch. Ich hoffe, man kann das dann sehen. Das Licht aus. Kann man das sehen? Ne, wahrscheinlich auch nicht. Machen wir aus. Ich versuche es hier im Bild zu haben. Ich kann es in der Kamera nicht erkennen. 3,1 Ohm, 0,23 Millihenry. Ohne Kern drinne. Sage ich euch jetzt so, wie es ist. So. Das wäre die Spule, die original da drauf war, die ja noch gar nichts hat. Und jetzt habe ich die andere, die hier, die hat ja einen ganz anderen Wert. Ich werde aber mal den Kern rausschrauben, dass wir das hier mal nicht so. Verfälschen. Nehme ich mal die Kerne raus. Da habe ich ja zwei Kerne, die passen da wunderbar rein. Die lassen sich auch gut drehen und alles. Da klemme ich jetzt den Tester dran. Nee. So. Nehmen wir mal die obere Spule. Das ist der Anschluss. Und der Anschluss. Und ich hoffe, man kriegt das denn auch ein Bild. Machen wir nochmal. Ich halte mal so in die Luft. 5,6 Ohm, 0,47 Millihenry. Ich kann es nicht sagen, ob man das in der Kamera sieht. So, das heißt, ich müsste die jetzt. Hier alles egal. Müsst jetzt bei denen hier gucken, dass ich hier dieses schwarze Scheiß runterkriege. Es scheint wohl teer zu sein oder was. Vielleicht versuche ich das mit ein bisschen warm machen, dass ich da mal abwickeln kann. Ich werde das langsam runterwickeln. Ich werde immer so mal 10 abwickeln und nachmessen. Wieder 10 abwickeln, nochmal nachmessen. Bis ich an den Wert komme, wie die Spule da unten. An den ungefähren Wert. Er muss ja nur ungefähr sein. Ich denke mal nur ungefähr. Muss nicht hundertprozentig genau sein, aber ich denke mal, damit wird das dann vielleicht laufen. Wenn ich das soweit habe, würde ich mich nochmal melden. Dann würde ich das nämlich hier unten absägen. Versuchen hier, das irgendwie drauf zu adaptieren. So wie hier kann ich ja das Röhrchen auch rausnehmen dann. Da konnte ich es ja rausnehmen, da kann ich es ja rausnehmen. Und oder ich säge das ab, wie auch immer, wie ich da rankomme. Und mache so ein, ne, muss ich rausnehmen und mache dann Druck mit einem 3D-Drucker, so ein kleines Röhrchen. So ein Röhrchen. So ein Adapter, der intern reingeht und hier oben drüber. Dass ich von innen auch den Kern gedreht kriege. Würde ich sagen, würde ich dann probieren.
Aber erstmal muss ich gucken, ob ich die Spulen so auf den Wert kriege. Ich muss sie ja nur abwickeln, ich muss ja nicht komplett neu wickeln. Ich habe erst gedacht, ich muss sie ja neu wickeln und habe ja keine Werte und nichts und kriege die ja sowieso nicht so hin. Und dann kam mir das in den Sinn, die sind ja nur zu groß. Abwickeln kann ich ja. Das ist ja nicht das Problem. Das würde ich dann jetzt so machen und mich dann wieder melden, wenn ich das dann soweit fertig habe. Wenn ich dann wieder mit dem Radio soweit bin. Deswegen wird dieser Teil hier relativ kurz. Ich werde das Video hier vor mit dem Es ist tot, werde ich auf nicht gelistet setzen. Ich verlinke es zwar in der Videobeschreibung, aber es muss ja nicht mal online sein, weil ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben. Die Idee kam mir jetzt noch. Das würde ich jetzt machen, also einen Tag später jetzt die Idee. Ach, das ist der sag schnell, Skalensaal, was hier so diesen Ton macht. Ich habe mich vorhin schon gewundert. Ja, ich würde das dann jetzt machen und würde dann nochmal mit dem Radio versuchen. Ich will es noch nicht komplett abschreiben. Ich will es noch nicht. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich das so weit habe und wenn ich dann mit dem Radio nochmal weiter probiere. Ich weiß, dass hier ein 2 Kilo-Ohm Widerstand, da ist mir die Kappe abgegangen, der Anschluss, aber der Widerstand an sich ist noch heil. Eventuell müsste ich den noch tauschen, das ist einer. Vielleicht messe ich auch nochmal alle Widerstände durch, ob die auch alle passen. Das weiß ich nicht genau, weil hier ist nämlich ein so ein Widerstand, das sind 40 Megaohm, der sieht sehr komisch aus, werde ich euch dann mal später zeigen. Aber das würde ich jetzt probieren wollen. Gut, also ich versuche die Spulen hier ungefähr auf den Wert zu kriegen, wie die zwei Spulen, die hier waren. Und dann mal dran zu adaptieren. Hier funktioniert das ja mit dem Einstellen, mit den Kernen. Zumindest teilweise funktioniert das hier. Vielleicht mache ich das hier auf der Seite auch nochmal. Ich habe ja hier nochmal zwei. Kann ich ja dann auch nochmal machen. Dann wird es halt ein ja, Frankensteins Monster. Der ist auch egal. Hauptsache, das funktioniert dann. Ich bin jetzt nochmal guter Dinge, guter Hoffnung. Ich will es noch nicht wirklich abschreiben. Ja, manchmal hat man dann so einen Tag, wo man dann sagt, ach, das ist doch jetzt alles scheiße. Jetzt ist das Ding tot und lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Aber dann kommt einem doch nochmal wieder, ah, man könnte es ja doch nochmal probieren. Man hat ja doch noch was. Gut, das werden wir dann jetzt machen und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Teil wieder. Vielleicht gebe ich nur noch ein kurzes Update, falls das hier nicht funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich nur ein kurzes Update. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich wieder, wenn ich das Radio in Anführungsstrichen wieder abgeglichen bekomme. In Anführungsstrichen. Ich hoffe es. Ich hoffe sehr, dass ich das wieder abgeglichen bekomme. Es sollte nicht zu schwer sein. Okay. Dann danke fürs Zugucken und wie immer, Daumen hoch würde mich freuen. Tschüssi.